gespannt. Auf ins Qualifying. Oh, ich hab Angst. Q1, Q2, Q3, jeweils eine Runde, die möglichst schnell, am besten vor allen anderen. Und dann ist die Sache in Ordnung. Q1 muss doch gar nicht mal so schnell sein, Q2. Sollte ich mir dann die besten Reifen raussuchen, damit ich auf denen dann morgen starte? Also im Rennen, morgen, in Anführungsstrichen morgen. Wir fahren das Rennen gleich hinterher. Schöne Strecke. Also ich mag das echt. Ich finde das super. Monaco finde ich klasse. Auch wenn ich es nicht gebacken kriege, aber ich finde es toll. So, Session-Info. Gut. Lebensdauer 26 Runden? Warum waren es denn eben noch 17? Jetzt haben die auf einmal 26 Runden. Geh zur Strecke. Park Fermé. Halt, warte mal. Ja, zurück. Escape. Auswählen. Ja, ich will nicht auswählen. Ich will zurück. Sobald ich rausgefahren bin, ne? Also gehen wir mal auf zurück. Gehen in die Session-Info. Und es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen. Nur ein paar Fahrer. Die werden alle vor meiner Nase sitzen. Wenn wir jetzt auf eine schnelle Runde gehen. Müssen wir nur unter den ersten 10, glaube ich, erstmal kommen, ne? War wieder super. Ist jetzt schon mal keine beste Runde. Aber mal gucken, ob es reicht, um weiterzukommen. Wenn ich kann, mich dann da stehen lassen. Auto zu schon. So, ab in die Garage. Aber das müsste ja erstmal reichen, ne? Spulen wir die Zeit mal ein bisschen. Reparatur, ja. Flügelschaden. Mal gut, dass wir so viele Flügel dabei haben. Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja, Quatsch nicht. Wo dürfen wir jetzt nicht rausfallen? Aus 16, ne? Letzter wäre, glaube ich, 16.
Aber es reicht. Jo, reicht. Sind wir in Runde 2. Kann ich jetzt nochmal einstellen? Oh ja, kann ich. Machen wir mal, ist besser. Oder machen wir noch weniger? Machen wir so. Weil ich möchte in Monaco Tatsache gerne vorne wegfahren. Alles andere, glaube ich, hat keinen Sinn. So, Session-Info. Jetzt hätte ich gerne neue Reifen drauf. Genau, 0%. Und das sind die Reifen, mit denen wir dann morgen starten werden. So, wir haben Feuer auf 45% für den nächsten Kurs. Ich werde auch wieder hingehen dann. Aber Monaco ist halt Sache. Wie gesagt, man muss es halt von Rennen zu Rennen. Das machen wir nächste Woche in der Schau. Wenn man da zurechtkommt, auf den Kurs. Und ich glaube, ich brauche nichts erzählen. Monaco ist jetzt nicht meine Stärke. Dass wir die Reifen auch gleich für morgen ein bisschen schonen, also fürs Rennen. Wir müssen ja diesmal nur auf Platz 10 kommen. Q3 zu gelangen. Dann müssen wir dann nicht Gas geben. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ah, gelingt gerade nicht so wirklich. Zurück in die Garage. Platz 4 wäre mir jetzt irgendwie sehr unrecht. Bis jetzt liegt unsere beste Runde aber bei 1,18,1.
Die 0,2 Sekunden, die finden wir auch noch. Das ist ein Charles Leclerc abzocken. Muss ich nochmal raus? Nee. Das sollte reichen. Hoffe ich. Vettel auf 8 mit den Mediums. Okay. Okay. Dann geht's jetzt wirklich drum. Nein, wir lassen das jetzt auf 15. Das ist schon 30 Punkte weniger als im letzten Rennen. Das reicht ja dann. Session Info. Den nehmen wir. Gehe jetzt zur Strecke. Gehen wir runter. War noch eine Möglichkeit, eine ganz schnelle. Und Auto heil gelassen. Ja, kaum. Das war knapp. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Benzin für eine Runde. Okay. Kann ich abbrechen. Jetzt kann ich abbrechen. Wie viel schneller bin ich denn als der Vettel? Nass. Komm, wie viel schneller bin ich? Reicht es? Ich glaube, eine Sekunde oder so würde dann reichen, dass die nicht mehr rankommen. Aber so viel dürfte es gar nicht sein, glaube ich nicht. Was? Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen zu leicht eingestellt.
Können wir ablaufen lassen. Da kommt keiner mehr ran. So, das heißt, es geht jetzt ab ins Rennen. Vorne wegfahren, Auto heile lassen. Ich muss nur zusehen, dass die anderen mich überholen. Fertig. Breit machen auf der Strecke. Fertig. Kann nichts mehr passieren. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal. ...14. Klimaanerkennung. Schade. Ich dachte, würde weiter leveln auf 9. Aber es reicht noch nicht ganz. Aber nach dem Rennen wird das bestimmt funktionieren. So.